CDU-TV meldet sich heute aus der BMW-Welt in München. Sie sehen, was hinter mir los ist. Sie alle wollen die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel sehen, die heute hier sprechen wird. Die Frauenunion hat eingeladen. Das Motto der Veranstaltung: Frauen für Merkel, gut für Deutschland. Es geht ein großartiges Signal von dieser Veranstaltung aus, Frauen für Merkel. Die Frauen wissen, aber auch ganz Deutschland weiß, eine Frau an der Spitze unseres Landes, das bedeutet eine gute Entwicklung für unser Land, den Weg in eine gute Zukunft. Und wir wollen heute ein klares Signal mit dieser Veranstaltung aussenden. Wir brauchen viel mehr Frauen noch in der Politik und wir sind ja begeistert und das finde ich eben toll und deswegen bin ich auch hier, um mit diese Begeisterung zu führen für Frau Merkel und was sie macht und dass wir mehr Frauen dazu kriegen. Ich erwarte mir einfach ein paar so durchschlagende Argumente und so viel Überzeugung, dass ich einfach nur von ganzem Herzen Ja sagen kann und auch vielen anderen dann auch mitziehen kann, weil man ist ja doch ein Meinungsträger und ich möchte einfach jetzt einen Kick aus dem Ding rausziehen. Klare Worte von der Bundeskanzlerin, vor allem auch was ganz speziell die Frauenthemen angeht. Also angefangen von der Mütterrente, aber auch Frauen im Berufsleben. Ich finde es immer noch ein Unding, dass Frauen leider weniger verdienen wie Männer, auch für die gleiche Arbeit. Und da hoffe ich einfach jetzt inspirierende Worte und gute Aussichten von der Bundeskanzlerin. Was ich mir heute erwarte, einfach eine spannende Diskussion. Eine Frau Merkel, die spürt, dass wir sie alle unterstützen. Dass sie merkt, dass sie nicht alleine da ist, sondern dass sie wirklich die volle Power von uns Frauen abbekommt. Und ich glaube, dass wir dann ein bisschen ihr beschwingt in dem Wahlkampf helfen können. Denn was Frau Merkel aushalten muss, ist ja unglaublich. So viel Kraft. Und deshalb denke ich, wir müssen ihr ein Stück von unserer Kraft abgeben. Die Frauenunion hat jetzt ja das lange gefordert, dass wir eine Quote haben. Wir haben viel gestritten, Flexiquote, ja oder nein. Ich glaube, wir haben das sehr gut zusammengeführt jetzt. Wir sagen, okay, es gibt noch eine gewisse Zeit der Flexibilität, aber auch da müssen sich die Unternehmen verpflichten. Und dann wollen wir, und so wird es in unserem Regierungsprogramm stehen, sagen, ab 2020 für alle börsennotierten Unternehmen mindestens 30% Frauen in den Aufsichtsräten. So wollen wir das festschreiben. Ein großer Teil der Altersarmut trifft Frauen und Erwerbsunfähige. Bei Erwerbsunfähigen müssen wir was machen, um die Anrechnungszeiten zu verbessern. Und bei Frauen hat die Frauenunion nun, nicht zögerlich und mich immer wieder freundlich begrüßend mit schönen Plakaten, ja, über Jahre jetzt gefordert, die Rente für die Mütter zu verbessern, die vor 92 ihre Kinder bekommen haben. Nun ist das ja so, die Forderung als solche ist schön, weil es aber so viele Frauen betrifft und insofern war die Forderung ja besonders richtig, ist es nun auch nicht gerade billig. Aber Maria Böhmer hat mich dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir seit Jahr und Tag jetzt eigentlich einen Bundeszuschuss an die Rente zahlen, der größer, höher ist, als das, was von den Frauen heute für die Anerkennung von Erziehungszeiten eigentlich wiederbekommen wird. Das wird sich eines Tages allerdings mal ändern. Aber wir haben außerdem einen Spielraum uns in der Rente erarbeitet durch die sehr gute Beschäftigungssituation und da können wir im Sinne der Generationengerechtigkeit sicherlich einen Schritt gehen, was die Verbesserung der sogenannten Mütterrente anbelangt. Das werden wir tun, das werden wir in unsere Programmatik einbringen und das werden wir auch ganz fest vertreten, weil dies eines der wirklich guten Schritte ist gegen Altersarmut. Wie
war sehr konkret in ihrem Inhalt, also egal ob das Hochwasser war, Kindergeld. Hat nicht oberflächlich praktisch die Themen angesprochen, sondern direkt wirklich auch intern dann einfach dann gesagt, was los ist und wie sie es anpacken will und was sie getan hat und dass Deutschland gut geht damit. Die Veranstaltung als solches war phänomenal, finde ich. Und die Rede von der Angela Merkel, das waren sehr viele ernste Themen. Sie nimmt es, also man merkt es, das sind ihre Themen. Und sie hat es aber in einer Weise rübergebracht, die ankommt. Also die Botschaft kommt an. Und das, finde ich, ist die große Kunst und auch die Stärke von Angela Merkel. Sie kann die Themen mit einer guten Sachlichkeit ansprechen, die uns gut tut. Sie sagt, was machbar ist, was nicht machbar ist. Sehr ehrlich. Und ich denke, diese Ehrlichkeit und einfach dieses offene Wort an die Menschen, das brauchen wir. Und ja, ganz klasse. Also fantastische Veranstaltung. Das war ein guter Auftakt, eine gute Motivation für den 22. September. Also es ist immer wieder toll, Frau Merkel zu hören, wo man richtig merkt, da steht ein Mensch mit beiden Beinen auf dem Boden, im Leben und er weiß genau, was die Menschen bewegt und das ist immer faszinierend. Fantastisch. Also ich war so begeistert, ich war hin und weg. Sie ist einfach eine fantastische Rednerin. Sie ist natürlich ein Symbol, denn mit ihr hat es die Union, hat es Deutschland geschafft, zum ersten Mal an der Spitze unseres Landes eine Frau zu sehen. Und das motiviert die Frauen, weil sie wissen, jawohl, wir können es. Wir wissen nicht nur, dass wir es können, sondern wir sehen, dass es gelingt. Und es ist ein wahnsinniger Motivationsschub für Frauen, die sagen, jawohl, auch ich will es versuchen, auch ich trete an, auch ich will gestalten, denn sie sehen einen Weg. Und zwar einen real gelebten Weg und das tut gut.